some hard time in the can to prove it. Yo Leute, was geht? Und ja, hier seht ihr wieder ein Let's Play von Skyrim Part 3. Ich bin immer noch krank. Und fangen wir an. Also, wir sind jetzt hier. Wir sind durch Ödsturzhügel-Grab gelaufen. Und wir müssen jetzt nach Weißlauf. Und was ist das? Zaubertrank des Verteidigers nehmen wir mit. Und ich hoffe, meinen zweiten Teil kam an euch gut an, denn ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, ihn zu schneiden und Sachen reinzufügen und diese ganzen Texte und Control-Schneider-Maschine, irgendwas da. Ich habe mir da richtig Mühe gegeben an diesem Programm. Und ich habe ein Gefühl, es dauert eine Ewigkeit, bis nach Flusswald zu laufen. Und da hinten sehe ich einen prima Bug. Seht ihr es auch? So ein Loch im Boden. Und da laufe ich mal geschwind hin. Ich glaube, das war keine gute Idee. Spürt mein Zweihänder. Pisser. Da vorne ist Flusswald. Okay. Dann nichts wie ab dahinter. Er leck mich. Und er steht da rum. Der hat. Sie haben gehört, dass Sie Ulfric geschnappt haben. Neu in Flusswald? Wenn ihr ab. Natürlich. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Okay. Tschüss. Nee, warte. Einen guten Tag wünsche ich. Mit einem Schwert in der Hand sterben. Natürlich, aber was soll das alles? Ein Drache hat Helgen angegriffen. In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl. Na klar. Das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Es war ein Drache. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay. Und übrigens, nach der Mission mit der Tafel, habe ich keine Ahnung vom Spiel. Also, wir geben die Tafel ab, dann habe ich nicht mehr weitergemacht. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall nach der Tafel
geht das Spiel blind für mich weiter. Ich weiß, das ist schrecklich. Ich hab's doch gesehen. Kannst mich am Arsch lecken. Ich hab dich gesehen. Das hört nie auf mit diesem Schnupfen. Ich kann in der Nacht kaum atmen. Ich muss aber mit offenem Mund schlafen. Es ist schlimm bei mir. Es ist super schlimm. Ja, schöne Aussicht da, ne? Ich finde, Weißlauf ist die beste Stadt in Himmelsrand, da die genau in der Mitte liegt und kaum zu übersehen ist. Daher meine Lieblingsstadt. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich, also was ich als nächstes machen soll, Minecraft, dieses Spiel weiterspielen oder irgendwas anderes. Natürlich außer die Ego-Shooter, weil ich die nicht mag. Also Die Stadt ist wegen der Bergen ich abgeriegelt. mag die halt Schusset nicht nur so mit besonders, also Abwehrgeregelung. Shooter. Wir halten euch im Auge. Hey, aufpassen! So, wir haben Weißlauf entdeckt und ich habe gesehen, wir sind Level up. Dann verbessern wir gleich mal die Ausdauer. Denn ich habe gelesen, wenn wir die Ausdauer verbessern, dann verbessern wir auch die Tragfähigkeit. Und das ist gut für einen Krieger, der immer mit Rüstung rumläuft und mit vielen, 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 vielen Waffen. Also habe ich so gelesen, ich weiß nicht. Und ab diesem Punkt weiß ich nicht, wie das Spiel weitergeht. Ach so, stimmt ja, wir müssen zuerst mit dem... Ach, fick dich. Fick dich ins Knie und bleib stecken. Lass mich in Ruhe. Du bist einfach zu hässlich. Ja. Sorry, der Drache hat Helgen zerstört. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Gut gemacht. Hier. Ich hätte da noch hin. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinen Hofzauber. So, jetzt haben wir was Cooles bekommen, habe ich gesehen. Das ziehen wir an. Das ziehen wir auch an. Eine Stahlrüstung. Sexy.
Was? Ihr braucht Hilfe. Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Schon gut. Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Hier im Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ach, wirklich? Ja, ich könnte jemanden... Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten... Ihr kommt lang... Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügels. Oh, meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturzhügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Okay. Und was mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. And they love them glow, girls.